Na gut. Jetzt bestimmt speichern. Hallo? Auf alle Fälle ist der Sprit. Und ein Hühnerei. Das Hühnerei können wir gleich mal essen. Na, das ist doch schon mal was. Ja, ja, ja. Ist ein wichtiges Item und so nimmt es keinen Platz weg. Das Schlimme wird bloß sein, irgendjemand kommt jetzt da. Ach, das wäre der Weg zurück gewesen. Die wir zumindest partiell beräumt haben. Hoppelig durcheinander hier. Und wir müssen da jetzt so hoch. Weil wir sind von da oben gekommen und sind ja durchgebrochen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt müssen wir hier links lang. Oder? Ach nee, wir müssen... Ach, wir sind ja schon durch. Wir brauchen ja nicht zweimal Sprit holen. Ich habe das übersehen. Schlimme wird bloß auf dem Wasser sein. Pack's bloß rüber, das Item hier. Eins fehlt noch. Oh, die Nadel geht nach oben. Jetzt wird's schlimm. Oh nein. Shadow. Warum jetzt? Warum jetzt? Moment. Ich probier's. Und Updates sind auch noch da. Oh. Mann, Shadow. Mach doch nicht so einen Quatsch mit mir. Ist natürlich sehr, sehr deaktivieren. Ja, ja. Und aktivieren. Bitte. Ich weiß nicht, was das ist. So, pass auf. Ich versuche mal das Spiel jetzt anzuhalten. Und nur den Shadow Client Streaming schließen. Shadow Client aus. Shadow an.
Ich kann so nicht arbeiten. So, komm. Also wenn, dann war er nur schlafen. Eigentlich dürfte... Bitte jetzt tun? Bitte tun? Natürlich kein Ton. Ach, ist doch affig. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, wo er gespeichert hat zum Schluss. Ich weiß nicht, wo er gespeichert hat. Okay, pass auf, dann machen wir... Es bleibt leider nichts anderes möglich. So, Shadow Client aus. Shadow Client starten. La la di da 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 da. Er startet. Kleinen Moment. So. Anmelden. Dieser PC kann... Nein, ich will Windows 10 behalten. Danke. Upgrade erstmal ablehnen. Danke. Er wollte mir jetzt tatsächlich Windows 11 aufschwatzen. So, Ton. Ton ist da. Na, 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 na. Ton ist da. Na, 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 na. Da, 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 ja. Der Ton, der ist da. Na, 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 na. So. Jetzt bin ich gespannt. Spiel startet. 3, 2, 1, 0,5, 0,25, 0, hast du nicht gesehen? 1, 0. Bam. So. Klicken wir uns schnell durch. Und jetzt fingers crossed, dass wir einen guten Autosave-Point haben. Ja, danke. So, weiter, bitte. Kann man sich schön Wind zufächeln. So, jetzt. Bitte, bitte. Oh, danke, Spiel. Und gleich wieder Ton weg. Pass auf. Brumm, brumm. Ton aus. Ich muss mal irgendwann mal schaffen, Shadow anzuschreiben, was das sein könnte. Oh Gott, gegen das Monster jetzt, oder? Jetzt ist es ein Flüstermotor. Leon, der qualmt, Mann. War klar. Oh oh. Das sieht nicht gut aus, wenn es da so wackelt, oder?
Gute ist, ich habe unendlich Harpunen, ne? Oh oh. Treffen. Der hat ja Haare oben drauf. Hast du einen Mordshunger, ha? Krieg ich sein Loot? Oh oh. Das ist das Geschenk, was wir gekriegt haben, ne? Oder haben wir jetzt die Kraft von dem Monster eingesaugt? Oh, Kapitel beendet. Ja, da gucken wir mal. Schleichender Beifall. 81,8%, Leute. Schreibmaschine. Wir machen noch ein paar Minuten. Wir gucken uns wenigstens das nächste Kapitel noch an, bevor es dann Richtung Feierabend geht. Deswegen, wir schauen mal. Opferlamm. Du wirst ja, genau den so. Heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Der heilige auf Ehe. Ewig meinen heiligen Segen teilen. Wir haben sowas wie einen Wurm in uns, ne? Aber Leon ist ja immun. Unser Boot ist kaputt. Motor geht jetzt wieder, pass auf. Welche heiligen Sägen? Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Ach. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. Oh, da sind auch unendlich Harpunen drin. Kapitel 4. Mit dem Titel Kapitel 4. Schnarchen. Die Mütze. Schießpulver. Nichts weiter. Okay, wir sind von hier. Hier ist das Sackgasse. Da gehe ich mal zuerst hin. Was ist mit Cavanossi? Das ist unangenehm.
sowas wie einen Bären gehört. Nicht jetzt nachladen. Wieder dieses Schleifen. Okay. Waren wir hier schon? Ja, das ist der Händler. Zündeten das die ganze Zeit mal an, alles hier. Die sind doch alle mit sich selbst beschäftigt. Diese Strippen mit den Knochen. Was ist das hier? Das ist der Höhle. Eine Art Kultstätte. Das Symbol von der Kirche. Ist das der Schlüssel? Okay, wir müssen zwei Dinger besorgen. Das ist der See. Ja, das Monster gibt's nicht mehr, aber da oben ist noch ein Totenkopf drin. Okay. Die beiden Orte untersuchen. Ach, guck an, jetzt kriegen wir einen. Bringt mir jemand ein seltenes goldenes Hühnerei? Was ich damit vorhabe, sagen wir mal so. Manche Dinge will man lieber nicht wissen. Nochmal ein Boot? Oh, nee, ne? Aber ich kann hier erstmal... Ich kann ja hier rüberfahren, theoretisch jetzt, ne? Ja. Wunderbärchen. Oh. Ich hab Bolzen liegen lassen. Okay, die muss ich später sammeln. So, was haben wir da?
Ich bin komplett verkehrt gefahren. Hier kommt das mit der Scheibe. Okay, zurück. Was ist das? Nichts, okay. Da ist der Bootsschuppen, wo wir angekommen sind. Und hier sind wir gerade rausgekommen und... Hier drüben müssen wir hin. War das echt so... War das echt so höhlig? Ah, also. Ja doch, das war so höhlig, ne? Ja, war so höhlig. Oh, das sind wieder Fische. Die könnten wir theoretisch dann wieder... Nein, ich habe keinen Platz mehr. Was können wir denn benutzen? Ich würde ja fast das Messer wegwerfen. Die Schlangen brauchen wir. Wir bauen Platz für einen Fisch. Oder aber wir bauen was. Warte mal, wir haben... Nee, wir... Doch, wir können... Damit kriegen wir einen Platz. Belegen aber wieder zwei. Es sei denn, wir schaffen es Flintenmunition zu bauen, was wir nicht können, weil da uns eine Sache fehlt. Ja, war klar. Das ist ungünstig. Wobei, wir könnten hier einen Sack für Munition. Wie viel können wir denn stapeln pro Munition? Macht's nicht besser. Die kriegen wir nicht mehr unter, verdammt. Okay. So. Wir können ein oder zwei Aufträge abschließen. Wir können... Guck mal, 8000, 7000, das sieht gut aus. Also. Wow. Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Na klar, habe ich das. Einsame Spitze, Fremder. Vier. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. So, guck mal, was hat er denn? Ah. Preisreduzierte Ware. Rabatte sind nur in dem jeweiligen Kapitel gültig. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ach du Scheiße, 50.000, 20.000 für die Koffererweiterung. Also die kriegen wir noch hin. Würde ich auch gerne machen. Hochleistungselegante Maske. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ah, hier kriegt man Kohle, guck mal. Wenn wir das machen, was ist das hier? Ups. Ich habe nur die feinste Ware. Ein schwarzer Aktenkoffer aus Metall erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Wie bitte? Ja. Wo wir unsere Ware her haben? Ich würde sogar fast die hier nehmen, um sie dann mit unseren Diamanten oder Edelsteinen zu verzieren und dann wieder zu verkaufen. Mache ich auch. Haha, gute Instinkte, Fremdkomm. So, warte mal, der ist 7000, 3000 und 4000 und 5000. Das heißt, gelb, grün und blau. Gelb.
grün. Nee, oder? Der passt wegen der Form nicht. Zweimal blau. Ja, ich weiß, der ist gerade verkehrt, aber ich will jetzt hier noch ein bisschen... Guck mal, jetzt haben wir... ...24.000, die wir bekommen. Duo-Bonus. Wegen der gleichen Farbe wahrscheinlich, ja? Hm. Warte mal, ich nehme die noch mal kurz raus. 5.000 die Maske. 12.000. 5.000 die Maske plus 7.000 sind ja 12.000. Also da ist jetzt noch kein großer Bonus. 4.000 dazu. Da ist schon ein Bonus. Wären 16.000, jetzt sind wir bei 17.600. Nummer 4 dazu. Ja, okay. Okay, bestätigen. So, zurück. Dann können wir das Ding verkaufen. Willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Wir können die Uhr verkaufen, das hier und die Maske. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Was ist mit den Vipern? Haben wir die Quest schon erledigt? Ja, ne? Dank stirbt mir da draußen nicht weg. Oder wie viel? Warte mal. Haben wir hier irgendwo Kampf-Tibetayons? Alle blauen Ratten? Okay, Vipernjagd. Ach, verkaufen. Okay. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Okay, jetzt haben wir nämlich noch 6. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir noch gelbe Diamanten rausholen können. Mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Gelbes Kraut nehme ich jetzt nicht. Okay, die sammeln wir. Was kann ich für dich tun? Wir können jetzt tunen, beziehungsweise wir können erstmal kaufen. Ich bin erstmal für die... Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht beachtliche Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? Den Rest würde ich mir aufheben. Weil ich glaube, das brauchen wir nicht zwingend. Beziehungsweise eher tunen. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Nachladegeschwindigkeit. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Hm. Okay. Wäre das dann alle? Komm jederzeit wieder. So, und jetzt ist unser Koffer noch größer, was sehr gut ist. Wir können jetzt noch... bestimmte Gegenstände vielleicht wegpacken. Die wir jetzt nicht zwingen, zum Beispiel zwei... Danke. So, wir haben ausreichend Munition, finde ich zumindest. Wir haben noch eine Granate. Wir haben noch zwei Fische, die bestimmt eine Quest wert sind, oder? Willkommen. Könnten wir sie verkaufen? Ja. Ich kaufe fast alles. Und stellt die Gesundheit wieder her, okay. Wie du meinst, Fremder. Die bunkern war auch mal sicherheitshalber. Okay, die Bunker waren nicht. Aber das ist ein guter Zeitpunkt. Wie gesagt, ne? Die letzten paar Tage sind noch. Das ist ein guter Zeitpunkt, hier einen Cut zu machen und Feierabend zu machen. Wir stehen eigentlich ganz gut da. Theoretisch könnten wir... Machen wir noch schnell.
zum Schrein hier hinten. In der Hoffnung, dass hier keiner kommt. Denn wir haben jetzt den Schlüssel. Ui, eine Schmetterlingslampe. Was macht die denn? Macht die Schmetterlingslicht? Okay, das ist wieder was, um Geld zu machen. Sehr gut. Gut, ich speichere noch unten ab. Lila Feuer, wissen wir, ist der Händler. Da sind wir relativ safe. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ja, ich war's. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht ist mir dann eingefallen oder irgendwas jetzt unter die Finger gekommen, was wir dann spielen werden. Denn heute war ich sehr unschlüssig. Wirklich sehr, sehr unschlüssig. Schlaf gut, träum was Schönes und schönen Dienstag. Bis dahin, euer Firefox.